Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um 3, eigentlich 6 Workflow-Tipps, aber 4 dieser 3 bzw. 4 dieser 6 Workflow-Tipps sind eigentlich so in einer Kategorie und deshalb, ihr könnt ja das Video pausieren und nochmal durchrechnen, was ich da sage, ob das stimmt. Und ich erkläre euch jetzt aber schon mal in der Zwischenzeit, was ich damit meine. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe jetzt zum Beispiel einen Track und in diesem Track, wenn ich den jetzt mal abspiele, so, wie ihr bestimmt gemerkt habt, es sind in dem Track viel zu viele Cowbells drin. Also das hier unten. Und jetzt habe ich hier so einen ganz langen Schlagzeugtrack, wo die Cowbells eben drin sind. Und eigentlich finde ich die Cowbells ja ganz gut, nur in dieser Masse sind sie halt einfach viel zu viel, egal was der aktuelle Trend auch sagt. Auch wenn er sagt, we need more cowbells. Aber ich will zum Beispiel nur ganz hier zum Schluss die Cowbells haben und den Rest möchte ich löschen. Jetzt kann ich ganz einfach hingehen, hier auf die Cowbell klicken. Da sind alle Noten hier ausgewählt. Ich kann das natürlich auch auf der Seite machen mit der Note. Wenn die jetzt nicht ausgewählt wären, hier drauf drücken, dann sind die ausgewählt. Jetzt hier ist ein bisschen einfacher. Und den Teil, den ich behalten möchte, da zoome ich jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Das sind die letzten 4, die ich behalten will, oder die letzten 5 eher. Gehe ich einfach nach hinten, halte die Shift-Taste gedrückt, drücke dann die linke Maustaste und fahre über die, die ich behalten möchte. Ich kann die auch einzeln auswählen, wenn ich die Steuerung-Taste gedrückt halte und die linke Maustaste klicke, dann kann ich die auswählen. Also selektieren oder deselektieren. Genauso geht es mit der Shift-Taste. Entscheide ich mich jetzt doch, die letzten 2 noch rauszuschmeißen, dann kann ich die auch wieder mit gedrückter Shift-Taste und linker Maustaste wieder auswählen. Das heißt, ich kann hier selektieren und deselektieren, indem ich einfach die Shift- und linke Maustaste gedrückt halte. So, jetzt habe ich alle selektiert, die ich nicht mehr haben möchte. Und dann drücke ich natürlich einfach Entfernen und die sind weg. Und mein Track hört sich jetzt wieder ganz normal an. Ohne Cowbell. Und die Cowbell ist einfach nur noch hier hinten. So. Jetzt komme ich zu den 4 Tipps in einem. Die 4 Tipps in einem sind im Prinzip einfach nur Bearbeitungstipps für den Arranger, der Bearbeitung von Clips hier. Und zwar der erste ist der, dass man kann ja hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier ein Stück rausschneiden und schneide jetzt einfach hier 2 Schnitte, nehme den und lösche den zum Beispiel raus. Oder wenn ich das rückgängig mache, ich schneide jetzt hier den Track, den Track, den Track, den und kann dann hier diese 3 Stückchen rausnehmen. So, jetzt gibt es aber noch eine schönere Funktion, indem dass ich einfach den Time Selection nehme, also im unteren Teil des Clips mich bewege hier, wo ich dann diesen Cursor bekomme, das auswähle, was ich schneiden möchte, ob das jetzt in einem Track ist oder in mehreren Tracks ist, und dann drücke ich Steuerung E. Und Steuerung E schneidet mir einfach diesen Teil schon mal zurecht. Und ich kann dann damit machen, was ich möchte. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, dass in dem Bereich dieses Songs sollte einfach noch mal irgendwie 2 Takte lang was anderes passieren oder eine bessere Hinarbeitung zu dem
zu dem, was dann in Takt 6 im Moment folgt, passiert. Ich möchte ja einfach zwei Takte was anderes oder was Zusätzliches einfügen. Dann kann ich einfach auch wieder mit dem Time Selection Tool den Bereich markieren und dann Steuerung Shift P für Silence. Put mir Silence da rein oder keine Ahnung. Steuerung Shift P drücken, dann wird dieser Bereich, dann wird der linke Bereich geschnitten und der rechte Bereich wird einfach nach rechts verschoben. Ich kann das ja nochmal zeigen, indem ich so ein bisschen reinzoome und dann sieht man, wie der rechte Bereich hier rausspringt. Steuerung Shift P für Put Mir Silence da rein. Und ich habe hier Platz geschaffen, um da eben was reinzutun. Natürlich kann ich das, muss ich das nicht über alle Tracks machen, sondern kann das auch in einem Track machen oder eben bei mehreren Tracks. So. Und was Ähnliches kann ich dann noch machen, indem ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, hier zwischen der Takt 5 und 6, da habe ich irgendwie komplett vergeigt, das muss keiner hören, weil das kann man auch ganz gerne rauslöschen. Doch, ich bin auf dem 6., genau. Dann kann ich hingehen und sagen, okay, da habe ich mich irgendwie vertan, habe einmal einen Loop zu viel kopiert oder was auch immer. Und kann den jetzt einfach mit Shift Backspace löschen. Das heißt, alles, was rechts ist, wird nach links rangeschoben und das, was markiert ist, wurde gelöscht. So. Nochmal in groß. Das hier ist selektiert. Und wenn ich Shift Backspace drücke, wird der rechte Rand eingerückt und die Clips werden bündig aneinander herangeschoben. So mache ich das wieder zurück. Andersrum, wenn ich mir denke, hey, okay, der Takt 5, der ist so klasse, den muss ich unbedingt zweimal hintereinander spielen, dann kann ich hier Steuerung Shift D für Duplicate, kennen wir ja schon, machen. Und dann dupliziert, wird mir dieser Teil einfach nochmal zusätzlich dazu dupliziert. Hier. Ohne dass ich schneiden, verschieben, rüber kopieren muss. Das geht alles in einem Zug. So, das waren jetzt schon die vier Tipps in einem quasi. Und der letzte Tipp, zum Beispiel folgendes, wenn ich jetzt Automationen einzeichnen wollen würde. Ich klicke hier einfach mal, dass man alle sieht. Dann kann ich ja folgendermaßen hingehen. Ich kann ja bei dem Pull-Down-Menü kann ich hingehen, mir die einzelnen Sachen raussuchen und so weiter. Einfacher ist, wenn ich zum Beispiel, ich will hier jetzt zum Beispiel einen Filter modulieren. Ich drücke hier, klicke hier einmal kurz auf den Filter, dann sehe ich hier, okay, hier kann ich jetzt den Filter automatisieren oder die Resonance automatisieren oder den Formant. Und noch andere Sachen, die ich hier noch zusätzlich automatisieren kann. Ich muss aber immer, wenn ich so eine Automatisierungslinie anlege, so einen Automatisierungstrack anlege, hier draufklicken, dann male ich die Automatisierung ein, dann klicke ich das nächste an und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, hey, ich will den Filter, die Resonanz, den Formant und vielleicht noch hinten beim Delay oder beim Saturator was automatisieren, kann ich ganz einfach hier auf jeden Regler, den ich automatisieren möchte, einen Rechtsklick machen, Add Automation Lane anklicken, jetzt beim Resonanz, Add Automation Lane, beim Formant, Add Automation Lane, wenn ich den Saturator aufmache und sage hier Low-Pass-Filter, Set Automation Lane, den Delay. Und bei dem Delay nehme ich hinten den Mix-Button, Automation Lane und schon habe ich meine ganzen Automation Lanes mir auf dem Bildschirm gezaubert und muss jetzt nicht so nacheinander mir da ranziehen. Das heißt, wenn ich im Vornherein weiß, was ich tue, kann ich das wunderbar alles mir schön schon mal hier vorbereiten. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, kann ich es trotzdem machen, dann habe ich einfach viele Automation Lanes. Ob das sinnvoll ist oder nicht, mag dahingestellt sein. Aber hey, es geht und wenn es geht, kann man es machen. So, lösche ich die hier alle mal wieder weg.
So, das waren schon, wer mitgezählt hat, alle 6 Tipps für diese Practice Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bestimmt kanntet ihr das eine oder andere oder vielleicht habt ihr auch wie ich das eine oder andere vergessen, seid wieder draufgeschossen und dachtet, hey Mensch, vielleicht einfach mal öfter drauf achten und benutzen, weil das spart dann auch wieder so ein bisschen Zeit, gerade wenn man schnell was machen will, ist dann doch. Wenn man gerade so Ausschneidegeschichten hat oder Verschiebefunktionen hat, das ist doch sehr, sehr praktisch. Okay, das war's auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.